Herzlich willkommen, meine neue Folge Schnodder beiseite. Heute geht es darum, wie kriegen wir den Schnodder und den Rotz aus Rachen und Nase. Die Zeit geht los, Herbst, Winter, kennen viele von uns, da haben wir das eine oder andere Taschentuchpaket pro Tag oder sogar Küchenrollen mit zu tun. Viel Spaß! Ja, die Schnodderzeit geht los. Wo kommt der Schnodder her? Wofür ist er da? Und was können wir dagegen tun? Ich habe euch zu dem Schleimhautmechanismus, habe ich euch schon ein Video gemacht. Ich verlinke das hier oben gleich nochmal. Das heißt, wir haben die Schleimhaut mit ganz, ganz vielen Schichten. Und ganz oben praktisch am Ende der Schleimhäute in Nase und in Rachen haben wir so eine kleinen Härchen. Und diese kleinen Härchen sind eingebunden in so eine ganz zarte Flüssigkeitsschicht. Und wenn wir Erreger, sei es Bakterien oder Viren oder Pilze oder Staub einatmen, dann wird das schon in die Schleimhaut aufgenommen, beziehungsweise diese kleinen feinen Härchen in der Schleimhaut transportieren diese Erreger und Fremdstoffe Richtung Speiseröhre, damit wir die runterschlucken und unsere Magensäure das Zeug dann vernichtet. Wenn unsere Schleimhaut in Nase und Rachen und Mund nicht richtig funktionsfähig ist, wenn unser Immunsystem praktisch schlecht ist, dann produziert unser Körper vermehrt Schleim über diesen Härchen. Das heißt, diese Schleimschicht wird immer dicker und immer dicker und unsere Härchen versuchen, diese Schleimschicht mit den Erregern darin abzutransportieren. Das schafft die aber nicht mehr, weil dazwischen so viel dicke Schleimmasse ist, dass das Ganze dann nicht mehr funktioniert. Und in dieser dicken Schleimmasse, da vermehren sich dann natürlich die Erreger. Ach, es ist eine große Klasse, es ist praktisch nicht so toll. Also für uns ist es nicht so toll, aber die Erreger, die fühlen sich wohl, da ist es warm, da ist halt ein Milieu und da kommen wir dann schon da drauf. Woraus besteht denn ein Großteil dieses Schleimes? Das heißt, wenn wir Schleim ins Labor schicken, dann besteht er aus drei Hauptbestandteilen. Und diese drei Hauptbestandteile sind in der Natur so nicht zu finden. Das heißt, wir hauen uns die durch unser tägliches Leben, durch das, was wir essen und trinken, in unseren Körper. Und je mehr davon, desto mehr haben wir dann dieses Schleimproblem in dem Moment, wo wir schon erkranken. Wir basteln jetzt mal diesen Rotz und Schleim selber. Das heißt, als erstes ist raffinierter Zucker in diesem Schleim. Als zweites sind es nicht wasserlösliche, industriell verarbeitete Fette. Und als drittes ist es Casein. Casein kommt aus der Kuh und dient dem Kalb zum Großwerden. Das heißt, in Kuhmilch und in Käse haben wir Casein und dieses Casein ist auch ein Hauptbestandteil dieses Schleims. So, und das hauen wir da jetzt mal ein bisschen rein und verrühren das mal schön miteinander. Und ihr werdet gleich sehen, dass wir hier eine wunderbare Masse geformt haben, die dem, was aus unserer Nase kommt, schon erschreckend ähnlich ist. Da können wir noch ein bisschen Wasser zumachen. Hoppala! So. So, und jetzt haben wir den Schnodder, wie wir ihn aus Nase und Rachen kennen. Perfekt. Wenn wir den jetzt noch ein paar Tage stehen lassen und da drinnen sich alle möglichen Erreger fleißig vermehren können, dann könnt ihr euch vorstellen, wie das dann noch anfängt zu stinken. Oh nee, lass mal. So, Casein aus der Kuh, nicht wasserlösliche, industriell hergestellte Fette und Zucker. Worauf will ich denn hinaus jetzt? Ich will darauf hinaus, dass wir durch
Weglassen dieser drei Geschichten hier, Erregern und unserem Rotz, einfach im wahrsten Sinn des Wortes den Nährboden entziehen. Je weniger wir diese Kombipräparate aus Casein, Zucker und Fetten zu uns nehmen, desto mehr entziehen wir unserem Körper die Basis für Rotz und Schnodder. Hat den Vorteil, dass diese dicke Schleimschicht auf unseren Schleimhäuten gar nicht so dick ist wie durch dieses Zeug, sondern sie ist dünn. Und in dem Moment, wo diese Flimmerhärchen in der Schleimhaut Kontakt kriegen mit Viren und Bakterien und Fremdstoffen, können die diese wunderbar direkt so schnell wie möglich Richtung Speiseröhre transportieren und vernichtet werden. Mein Tipp ab sofort für Oma, Opa, Onkel, Tante, Kinder, Mama, Papa, Freund, Freundin, Ehemann, Ehefrau. In dem Moment, wo ihr merkt, dass ihr krank werdet, dass ihr anfangt, euch zu räuspern, dass ihr schon zum ersten Taschentuch greifen müsst, lasst Süßigkeiten weg, lasst verarbeitete Produkte weg. Überall, wo Casein, also Milch- und Käseprodukte, Quark, Joghurt aus der Kuh, wo Fette und wo Zucker drin sind, lasst das weg. Dann habt ihr vielleicht noch einen halben Tag Schnodder laufen, aber dann entzieht ihr, ne, die Basis. Ja. Im Prinzip ist es so einfach. Ihr könnt natürlich auch jederzeit die Gegenprobe machen. Mal ein, zwei Tage mit und dann mal gucken, was passiert in den nächsten Tagen. Man könnte vermuten, dass die Masse, die ihr an diesem Zeug aufnehmt, dass die anschließend auch im Taschentuch ist. Ja, wie ihr euer Immunsystem kriegt und wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, habe ich noch die Videos dazu über die Schleimhäute und über meinen Immunhack, den ich euch ans Herz legen möchte. Ja, und zum Schluss wünsche ich euch, dass ihr gesund bleibt. Das ist das Allerwichtigste. Und wenn euch das Video gefallen hat, gerne teilen. Ich denke mal, dem einen oder anderen wird es helfen. Macht's gut!